Heute bekommt unser Tropenhaus Mystery Quilt Schmetterlinge. Und zwar die leichtesten, einfachsten Patchwork-Schmetterlinge der Welt. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Unseren Tropenhaus Mystery Quilt gestalten wir aus den Melaniestoffen der Firma Stoff Fabrics. Stoff Fabrics hat eine ganze Farbpalette zusammengestellt. Ihr könnt diesen Quilt mit den gleichen Farben arbeiten oder aber ihr wählt eure ganz eigene Farbkombination. Und heute arbeiten wir unsere Schmetterlinge. Meinen Schmetterling arbeite ich aus den Farben 119 und 116. Ich brauche für meinen Quilt 8 Schmetterlinge. Für einen Schmetterling brauchen wir 4 Quadrate, 10 mal 10 cm und 10 Quadrate, 5 mal 5 cm. Und wir brauchen 16 Dreiecke. Unser Schmetterling hat einen Körper. Den Körper arbeiten wir aus Streifen, 14 mal 2,5 cm und 5 mal 2,5 cm. Diese Streifen habe ich aus Resten zugeschnitten, die bei dem Agavenblock abfielen. Ein paar dieser Schmetterlinge möchte ich ebenfalls aus Resten des Agavenblocks zuschneiden. Das heißt, ich nehme diese größeren Stücke, die bei dem Agavenblock angefallen waren. Ich falte sie einmal passend und ich schneide Quadrate zu. 10 mal 10 cm groß. Unter diesem Video findet ihr die Stoffangaben für den Schmetterling und für den ganzen Quilt und ihr findet eine Liste von Anbietern, bei denen ihr diese Stoffe erstehen könnt. Jetzt haben wir jede Menge 10 x 10 cm große Stoffstücke und wir können unseren Schmetterling gestalten. Unseren Körper arbeiten wir aus dem 14 cm langen dunklen Stück und aus zwei 5 cm langen grünen Stücke für den Hintergrund. Und jetzt brauchen wir 10 5 x 5 cm große Quadrate. Die verteilen wir zunächst einmal. Einmal hier vorne. Wir legen sie mit den rechten Seiten auf unser Quadrat. An beiden Seiten brauchen wir das. Und wir möchten den Flügel in der Mitte ein bisschen verjüngen, damit er sich gleich von dem zweiten Flügel abhebt. Das Verjüngen soll sich auf dem zweiten Flügel wiederholen. Unser Flügel soll auch eine Flügelform bekommen. Und wir möchten den hinteren Flügel ein bisschen kleiner gestalten. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Was wir möchten ist, wir möchten hier an jeder Seite grüne Dreiecke bekommen. Damit das funktioniert, möchten wir eine Naht von einer Spitze zur nächsten nähen. Das können wir auf unterschiedliche Weise. Wir können hingehen und können eine Linie von einer Spitze zur nächsten ziehen. Wenn wir jetzt nähen, möchten wir nicht ganz genau auf der Linie von einem Punkt zum nächsten nähen, sondern wir möchten knapp davor nähen. Unser Stoffstück hat Volumen. Damit unser Stoffstück gleich nicht so ein bisschen zu klein bleibt, möchten wir ein bisschen vor unseren Punkten nähen. Hier habe ich das. Hier seht ihr, bis hier geht der Punkt und hier sollte er auch da anfangen. Wir können auch Nahtzugabenlinien vor unsere Maschine setzen. Wir haben eine Nahtlinie, wir haben Nahtzugabenlinien. Die mittlere Linie ist die Nahtlinie, die äußeren Linien sind die Nahtzugaben und das
setzen wir uns einmal mit diesen Klebestreifen, wenn wir mögen, vor unsere Maschine. Die nächste Möglichkeit ist, wir nähen das Ganze mit einem Laser. Wir haben hier eine Karte, die zeigt uns ganz genau an, mit welcher Nahtzugabe wir arbeiten möchten. Das ist die Viertel-Inch-Linie, das ist die Linie, über die wir nähen. Und unseren Laser, so, können wir nun einmal ganz genau, entlang unserer Nahtlinie ausrichten. Das möchte ich gerne machen. Ihr entscheidet, mit welchen Hilfsmitteln ihr gerne arbeiten möchtet. Das erste, das wir nähen möchten, ist unser Körper. So, den legen wir uns einmal zur Maschine. An unserem Körper schlagen wir die grünen Stoffstücke mit den rechten Seiten auf diese dunklen Körperstoffstücke. Wir nähen das Ganze mit einem Viertel-Inch ab. Beide Seiten. Wir haben unsere grünen Stoffstücke angesetzt. Wir schlagen sie einmal zurück. Wir können sie mit unserem Finger so ein bisschen glatt streichen. Da der Stoff aber so stressig geschnitten ist, rolle ich das einmal mit diesem Roller aus. Wir legen das Ganze in die Mitte. Und nun möchten wir unsere 10 Dreiecke nähen. Unsere angezeichnete Linie ist die Nahtlinie. Wenn wir hier mit unseren drei Linien arbeiten, würden wir jetzt genau über diese Mittellinie gehen. Und wenn wir unseren Laser haben, möchten wir auch den genau auf die Mitte einstellen. Und wir möchten jetzt nicht ganz genau über diese grün leuchtende Linie nähen. Wir möchten es ein bisschen versetzt haben. Nicht viel, sodass es gerade neben unserer Linie ist. An beiden Seiten. Wir möchten jetzt noch gar nichts schneiden. Wir möchten uns das am Ende erst anschauen, um zu sehen, ob wir alles richtig gemacht haben. Das heißt, wir schlagen diese beiden Seiten einmal um und streichen oder rollen sie glatt. Unsere Quadrate legen wir nun einmal zurück, um zu schauen, ob wir das Ganze richtig gemacht haben. Und das schaut gut aus. Wir möchten nun diese zweiten Seiten nähen. Das heißt, wir nähen von dieser Spitze zu der an beiden Seiten. Wir können über diesen Strahl genau sehen, über welchen Punkt wir nähen möchten. Das heißt, wir können unsere Nahtpunkte überhaupt nicht mehr verfehlen. So, wenn wir das haben, schlagen wir unsere Ecken wieder zurück und bügeln sie ein bisschen ein. Wenn wir diese Quadrate zurücklegen, sieht das Ganze schon so ein bisschen wie ein Schmetterling aus. Jetzt kommen wir zu unseren zwei unteren Quadraten. Und damit wir da gleich nicht alles wieder zurücklegen müssen, stecken wir das Ganze einmal fest. Und wenn wir das haben, nähen wir diese beiden vorderen Quadrate von diesem Punkt bis zu diesem Punkt einmal ab, damit wir hier die gleiche Seite umschlagen. Aber unsere ausgelegten Quadrate schließen ganz genau an, denn wir möchten nachher keine Ecke haben, die wir ganz klar ansetzen möchten. Wir möchten gleich alle Ecken abgeschnitten haben. Unsere Ecken schlagen wir wieder um. Seht ihr, das passt immer. Wenn man ein bisschen vor der Spitze bleibt, legt sich das ganz genau zur Spitze hin. Es wird schon immer schmetterlingsähnlicher. Jetzt möchten wir diesen äußeren Zipfel nähen. Und zwar vom Körper zum äußeren Rand oder vom äußeren Rand zum Körper. Und die letzte Ecke von diesem Punkt zum nächsten. Und nun schauen wir uns unseren Schmetterling einmal an. Unsere Flügel wandern zum Körper
Unsere Flügel werden durch die Ecken gleichmäßig geformt. Das Ganze schaut gut aus. Nun können wir das Ganze trimmen. Das können wir ganz einfach mit einer Schere umsetzen. So, ich nehme mal den ersten Flügel. Wir möchten diese Stoffschicht halten. Die unteren beiden Stoffschichten, die brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir schneiden unsere unteren beiden Stoffschichten einfach ab. Das Ganze muss nicht sehr präzise sein, denn wir müssen nichts mehr messen. Wir möchten nur noch diese erste Ecke zurückschneiden. Und das Ganze wiederholen wir mit allen Ecken. Und so schaut das Ganze aus. Jetzt möchten wir beide Seiten zusammennähen, damit wir hier in der Mitte eine schöne gerade Spitze bekommen, was nicht muss. Der Block, der Schmetterling wirkt auch, wenn wir die Spitze verfehlen. Aber es ist super einfach, diese Spitze zu bekommen, also warum nicht? Wir legen den oberen Flügel auf den unteren Flügel. Wir legen die Seiten aufeinander. Wir legen die untere Nahtzugabe zu uns, die obere Nahtzugabe zur Maschine. Wir schieben beide Nahtzugaben ineinander. Wir schauen, ob unser Flügel nachher auch, hier kommt der Körper, genau sitzt. Dadurch, dass wir die Nahtzugaben noch nicht eingebügelt haben, können wir sie in jede Richtung legen. Und wenn wir das Ganze nun auseinanderfalten, dann passen unsere beiden Spitzen ganz genau ineinander. Das Ganze bügeln wir wieder zur Seite oder rollen wir wieder zur Seite und wir legen unsere Flügel einmal an. Als nächstes möchten wir die Flügel an den Körper anbringen. Jetzt können wir überlegen, möchten wir das Ganze genau in der Mitte haben oder möchten wir den hinteren Körper, das hintere Körperende ein bisschen kleiner als das vordere haben. Da schauen wir, wie wir das gerne mögen. Ich finde diese Position ganz schön, also schlagen wir den Körper einmal so um, nehmen das mit zur Maschine und wir nähen den Körper einmal an. Dabei ist egal, ob das verrutscht oder nicht, ihr braucht das nicht ausmessen, macht das einfach so, wie es euch gerade gut passt. Und wir schlagen unseren Körper einmal nach außen. So schaut das aus. Unsere zweite Flügelhälfte, so, schlagen wir nun einfach über den Körper, legen das an und die Position des zweiten Flügels richten wir nach der schon angenähten Flügelseite aus. Und wir nähen. Wir schlagen das Ganze einmal auf und tada, schwupp, so rum. Das schaut schon richtig gut aus. Und die Nahtzugabe von unserem Körper, die möchten wir nun einmal zur Mitte bügeln. All dieses Meer an Stoff, ihr könnt das bügeln oder rollen, ich sage immer noch bügeln, rolle mittlerweile aber, möchten wir in den Körper legen, damit unser Körper ein bisschen ausgefüttert wird. Unseren Schmetterling brauchen wir nun nur noch zurechtschneiden. Wir möchten ja einen quadratischen Block. In der Längsseite hat unser Schmetterling 15, 16, 17, 18 cm. An der breiten Seite hat unser Schmetterling 20 cm. Das heißt, wir schneiden unseren Schmetterling auf 18 mal 18 cm zurück. Wir legen also 9 cm genau in der Körpermitte an. Schauen, 9, ja, das kommt aus. Wir nehmen die mittlere Naht, um zu schauen, ob wir das Ganze gerade ausgerichtet haben. Und wir schneiden unseren super süßen Schmetterling auf beiden Seiten genau an der 9 cm Linie zu. So, auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. Wir legen die 9 cm Linie an, dieses Mal genau durch die Mittelnaht. Und wir schneiden auch hier unseren Block noch einmal richtig zu. Und wir können zuschneiden, wie immer wir mögen, denn wir hatten von vornherein keine Spitzen. Wir möchten abgeflachte, abgerundete Ecken haben. Und durch unseren Zuschnitt
haben wir das noch ein bisschen stärker erreicht. Wenn ihr nur den Schmetterling arbeiten und in ein eigenes Projekt integrieren möchtet, könnt ihr hingehen und könnt euren Schmetterling einmal mit einem 5 cm breiten Rahmen einfassen. Dann bekommt ihr einen Block, der ist ca. 25 cm groß. Dieser Block soll aber für den Tropenhausquilt werden und dazu brauchen wir nun Dreiecke. Und unsere Dreiecke legen wir an zwei Seiten an. Und das ist der nächste Block für unseren Tropenhausquilt. Wir machen das mal. Unsere Außenkante vom Dreieck schließt genau mit unserem Schmetterling ab, mit der Außenkante unseres Schmetterlings. Passen die Nahtzugabe an und unser zweites Dreieck schlagen wir an der zweiten Seite an. Nähen das Ganze mit einem Viertelinch Nahtzugabe an. Auch diese Seite schlagen wir zum Dreieck und pressen sie einmal ein. Und den ersten Schmetterlingsblock für den Tropenhausquilt haben wir fertiggestellt. Nun folgen nur noch 7 weitere. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Schmetterlingarbeiten. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!